So, ich habe mal ein bisschen Musik eingefügt von Papa Fiat Music, damit wir hier keine lizenzrechtlichen Probleme kriegen, weil die Musik von ihr ja meistens offizielle Musik ist, also lizenzierte Musik von Musikkünstlern und Musiklabels, die es da draußen gibt. Und wenn wir die auf YouTube einfach nutzen, dann kriegen wir wieder Content-ID-Treffer und uns werden die Videos weggesperrt und da haben wir keinen Bock drauf. Deshalb nehmen wir Papa Fiat Music. Der hat eine schriftliche Lizenz gegeben, dass man das Ding nutzen darf und sogar monetarisieren darf und alles super ist. So, wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Wir waren hier in der Teamdynamik, in der Aufstellung, in den Laufwegen. Wir haben hier richtig kräftig mitgemischt und jetzt wollte ich ursprünglich hier mal durchgucken, die zweite Mannschaft. Allerdings muss ich ganz offen gestehen, ich kam noch nicht dazu, genauso wenig wie bei der Jugend, wo wir mal gucken müssten, wie das denn da aussieht mit den Spielern. Also der hier hat dringenden Bedarf, aber ganz dringenden Bedarf bei ganz vielen Fähigkeiten im defensiven Bereich. Das ist schon hardcore, also dem müssten wir vermutlich einen Trainingsplan geben und müssten dann einen Mentor einstellen in der Hoffnung, dass der noch einigermaßen wird. In den Werten Zweikampf und Co., damit wir ihn dann einsetzen können. Allerdings ist er mit, 1,80 und nicht kopfballstark so eine Sache, ob wir den da wirklich haben wollen bei uns in der Mannschaft. Ja, hat keine Ruhe, ja. Also der hat große Mankos. Ich sage ja, unsere Jugend, die wird nicht so der Knaller sein. Ich glaube, die können wir ziemlich vernachlässigen hier in dem Team zumindest. Obwohl es eigentlich natürlich die Hoffnung wäre, dass wir, wenn wir dann in dem Team hier sozusagen das Ganze ein bisschen nach vorne bringen mit der Jugendarbeit, natürlich starke Leute hinten rausholen könnten, die dann in unserer ersten Mannschaft enorme Leistungen bringen könnten. Das wäre natürlich schon eine Hardcore-Geschichte, da könnte man die Mannschaft sehr stark aufbauen. Na gut, was haben wir sonst noch hier? Der Wölk, der ist dummerweise mit auslaufendem Vertrag. Da sollten wir vielleicht auch mal zusehen, dass wir den Vertrag verlängert kriegen. Am liebsten frühzeitig. Wir versuchen deshalb gleich mal den Vertrag zu verlängern. Eine wichtige Bedingung wäre Verlängerung maximal 2 Jahre. Das können wir einhalten. Ja, jetzt will er natürlich mehr verdienen, ist ja ganz klar. Und Gehaltsbudget sind wir ja schon in den Miesen. Das kann durchaus passieren, dass man uns das nicht genehmigt, mit dem praktisch den Deal zu machen. Ja, das sind schon Hardcore-Jahresgehälter, die kriegen. Also ich meine, das ist schon, ich weiß nicht. So, wir sagen dem, du wirst in der Regel spielen, weil das ist eigentlich mein Einsatztorhüter. Ich will den eigentlich einsetzen. So, dann wollen wir eine Auflaufprämie von, sagen wir 70 geben. Aufstiegsprämie, die Werte halten wir ein. Eine zu Null Prämie von 250, nee, nicht 1250, sondern 250. Wir wollen ein bisschen runtergehen wie das, was er vorher bekommen hat. Ich meine, der kriegt so viel, wenn er zu Null spielt, als wenn er aufsteigt. Das muss man sich mal geben. Das sind die gleichen Summen. Ja, bei Abstieg gibt es auch keine Gehaltskürzung. Da gibt es sowieso die Entlassung. Deshalb darf er bei einem Abstieg eigentlich auch ablösefrei gehen. Beziehungsweise, für 100% vom Marktwert. Da wollen wir nicht mehr verdienen. Kann er einfach gehen. So, also Freigabe bei Abstieg, Auflaufprämie, Aufstiegsprämie zu Nullprämie, insgesamt ein Wert von 30.000 Euro der Deal und mal gucken, ob er das mitmacht oder nicht. Das Präsidium macht's nicht mit, das ist mein Problem. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, wir kriegen hier Probleme. Ja, irgendjemand hat geschrieben, ich hätte einen ganz schönen alten Kader. Also ich sag mal so ab hier, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, die über 30 sind. Das finde ich jetzt nicht generell zu alt. Gut, wir haben auch einige, die dann, ich sag mal über 25 sind hier unten. Und ganz wenige, die drunter sind. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt direkt das Problem. Erfahrene Spieler, die halten vielleicht nochmal die Bälle, was die anderen nicht tun würden.
So, ansonsten, ja, was haben wir sonst noch so zu tun? Ich bin echt am Überlegen. Wir haben, glaube ich, alles eingestellt, was wir einstellen können. Und wir müssten jetzt weitermachen, um dann langsam mal Kohle zu verdienen, weil wir sind ja kein Top-Verein, wo wir jetzt jedes kleine Detail dreimal durchgucken müssen. Ich glaube, wir müssen einfach mal vorankommen. Und deshalb drücke ich mal weiter, dass wir mal vorankommen heute. So, haben wir die erste Ansprache gegen unsere Mannschaft und dann sagen wir der gleich, wir werden nicht absteigen, wir werden Saisonziel erreichen, wir werden, gute Frage. Ja, was sagen wir, wer schlecht spielt ist draußen, wer nicht fit ist, spielt nicht. Können wir so Sachen überhaupt sagen? Ja, wenn die Leistung nicht stimmt, werden die Prämien eingefroren. Das können wir immer sagen, weil es gibt immer einen Pluspunkt, weil das gibt's ja nicht mehr. Das Feature. Das ist, so, ich fordere Disziplin, höchste Disziplin. Das ist, keine Ahnung. Eigentlich können wir das durchsetzen. Tja, es gibt keine zu alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Infrastruktur treffe ich als gar keine Aussage. Dann machen wir das Ganze mal weiter und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Meet and Greet. Ja, es hatte keinen Einfluss, dass der Hillebrand dort war. Es hat eigentlich keinen interessiert von unseren Sponsoren. So, ich bin gerade am Überlegen. Irgendwas ist mir gerade eingefallen, was ich noch machen wollte. Und jetzt ist mir schon wieder entfallen. Das ist natürlich blöd. Ach, genau. Und den Verträgen wollte ich einstellen, neue Strafen und die auf extrem und dann bestätigen. Und ich hoffe, der Assistent hat keine Aufträge. Das finde ich gut. Zweite Mannschaft. Achso, nee. Wenn, dann wollen wir eigentlich nur die zweite Mannschaft. Das geht aber nicht hier. Naja, wie auch immer. Dann müssen wir uns selber drum kümmern. So, Mitarbeiter, Aufgaben übertragen. Da gucken wir gerade mal rein, dass da nichts mehr bei einem Mitarbeiter ist, dass wirklich alles bei uns ist. Das ist gut, genauso will ich das. So, ansonsten, ja, was bleibt noch großartig zu sagen? Außer, dann drücken wir mal weiter, damit wir zum ersten Freundschaftsspiel kommen. Und dann wollen wir dem Jürgen Krach mal zeigen, dass ein Level 1 Trainer mit einer schlechten Mannschaft auch was drauf hat. Ja, Jugendspieler, Mentoren und so weiter, das sind alles die gleichen Baustellen. Ja, warum nutze ich eigentlich nicht? Warum gehe ich nicht hin und hole mir die Original-Logos? Die gibt's doch jetzt! Ja, Leute, das ist nicht so einfach, wenn man Let's Player ist. Ich weiß, da draußen gibt's viele, die laden ja einfach rein, die machen sich halt wenig Gedanken. Es gibt ganz viele da draußen, die machen sich ganz wenig Gedanken. Es gibt auch ganz viele da draußen, denen ihr Kanal ist plötzlich weg. Ich persönlich habe darauf keinen Bock. Die hier sind lizenziert vom Fußballmanager, die hier nicht. Die kriegen kein Geld von EA. Also, ich weiß nicht, sollte ich jetzt auch noch meine Videos monetarisieren mit denen ihrem Logo, damit sie dann richtig sauer werden und dann am Schluss noch ankommen und pro View, den ich habe, auch noch einen Euro wollen oder so und ich dann am Schluss mit 10.000 Euro in der Kreide stehe, weil irgendwie Marcia Worms der Meinung ist, sie bräuchten gerade mal Geld. Ich sag nicht, dass das so ist, um Gottes Willen, nicht, dass jetzt irgendjemand zu Marcia Worms rennt, den Verantwortlichen dort irgendwie an die Gurgel springt und sagt, ihr macht die Let's Plays kaputt. Das ist ja nicht so. Nur ich will's halt nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich will's nicht. Ich will den Leuten auch die Möglichkeit geben, die bei mir ins Let's Play reingucken, ob sie sich das Spiel kaufen, dass die sehen, dass es keine Originallizenzen gibt. Ich meine, man muss das mal ganz deutlich sagen. Ich habe so viele Let's Plays gesehen, die so geil aussahen, dann habe ich mir die Spiele gekauft. Und dann war ich am Verzweifeln, weil bei mir sah es nicht so aus. Und das will ich halt nicht bei mir auf dem Kanal. Es ist nicht gesagt, dass wir nicht in der zweiten Saison dann plötzlich mit Original-Logos und allem spielen. Das kann natürlich alles möglich sein. Momentan, die ersten Videos, jetzt will ich es erstmal nicht machen. Ich habe mir auch heute eine Datei runtergeladen. Und bin da auch ganz ehrlich, ich kann nicht abschätzen, was da drin ist. Und wenn ich nicht abschätzen kann, was da drin ist, bin ich da sowieso recht ungehalten. So, wir wollen natürlich ein 3D-Spiel und kein Textmodus-Spiel. Und ich würde sagen, wir können das Heimtrikot nehmen. Was sollen wir das Auswärtstrikot nehmen? Das ist übrigens nicht das Original-Heimtrikot. Ich habe mal geguckt, wie das aussehen wird, aber mir gefällt das hier besser. Und
Ich würde sagen, kicken wir mal los. Ne? Schauen wir mal, was geht. So, vermeidet ein Debakel. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Nee, geht einfach raus, spielt ordentlich Fußball, dann habt ihr euch nichts vorzuwerfen.